So, kommen wir nochmal auf das Testportfolio. Bedeutet also die Testarten, die wir in unserem Bauchladen, mit denen wir zu den einzelnen Produktteams gegangen sind, haben. Sie sehen, wir haben einerseits funktionale Tests, die waren aber ein sehr unterrepräsentiertes Thema, denn das Produktherstellungsteam ist ja eigentlich das Bessere, das die funktionalen Tests durchführen kann. Und wenn wir jetzt mal nicht von den schlimmsten Legacy-Verfahren ausgehen, mit der allerschlechtesten heterogenen Produktdokumentation, dann ist dieses Produktteam auch dasjenige, das funktionale Tests gut durchführen kann. In einem Fall war das leider nicht der Fall und dort sind wir dann auch so weit gegangen, dass wir Testautomation betrieben haben und GUI oder hier Dialoganwendungstests betrieben haben, dass wir Schnittstellentests entwickelt haben und die auch heute noch im Einsatz sind. Ich wollte auf das Thema nicht funktionale Tests fokussieren. Was wollte ich dazu erzählen? Sie sehen hier eine Palette von nicht funktionalen Tests und die Stärke dieser Palette ist, dass wir hier Tests durchführen konnten, die gleichzeitig stattgefunden haben. Das heißt, Sie haben eine Rollenverteilung. Wir als Expertenteam aus dem Testteam waren zuständig für die Entwicklung der Lasttests und der Laufzeittests. Und gleichzeitig haben die Datenbankexperten ihre Datenbank unter Beobachtung gesetzt. Denn nur das Abschießen von Reallastszenarien auf der Datenbank versetzt den Datenbankexperten in den Zustand, dass er Reallast auf seiner Datenbank sieht im Testsystem und dann auch die richtigen Tuning-Maßnahmen durchführen kann. Denn nur mit Reallast-Szenarien kriegt er hier im SQL Review die richtigen SQLs und kann sich dort um das Tuning kümmern. Und er kriegt nur mit Reallast-Szenarien eine Aussage, hält mein Datenbankmanagementsystem in der derzeitigen Parametrisierung die Last aus und hält die Last auch noch aus, wenn ich aus einem Rack-Cluster den Interconnect raustrenne und einen Knoten ins Nirvana schicke. Ansonsten hätten wir auch trotz der Lasttests keine Aussage, können im Krisenfall die Datenbanksysteme wirklich einer realen Last überhaupt standhalten. Kommen wir zum nächsten Erfolgsfaktor meines Erachtens. Das sind die Last- und Performance-Tests. Das ist ein Diagramm, das ich gerne so während der Designphase des Last-Tests nutze. Und zwar aus folgendem Grund. Dargestellt sind vier Wissensdomänen, die Sie unbedingt analysieren müssen, um erfolgreich die Vorgaben zu haben, was Sie im Last-Test überhaupt entwickeln müssen. Das ist einerseits, Sie müssen sehr gut Bescheid wissen über die Software. Und da müssen Sie insbesondere die architektonischen und die technologischen Voraussetzungen, die Software so bietet, analysieren. Ein Beispiel, wenn Sie ein Webverfahren haben, dann haben Sie natürlich eine optimale Möglichkeit, indem Sie HTTP-Requests simulieren, darüber Ihren Lasttreiber draufzusetzen und zu sagen, simulieren Sie 1 Million Requests in der Minute und dann kann man eben die Requests noch durchpermutieren in verschiedene Klassen und kann so sein Szenario abbilden. Haben Sie ein Legacy-Verfahren, verfügen Sie unter Umständen nicht über diese Möglichkeit und Sie müssen an die Schnittstelle der Datenbank gehen und dort direkt SQL-Requests absetzen und das eben multithreaded mit einem anderen Lasttreiber. Deswegen müssen Sie die Software intensiv kennen. Aus der Wissensdomäne Hardware möchte ich eigentlich nur eine große Maxime erwähnen und das ist, es gilt dort eisern produktionskonform zu testen. Das bedeutet, Sie müssen die teure Hardware, die Ihr Kunde gerade für die Produktion gekauft hat, noch einmal besorgen. Das ist für den Kunden oftmals harter Tobak zum Schlucken.
Wir haben uns aus dieser Problematik gerettet, indem wir schlicht und ergreifend die Besorgung der Hardware in das Projektbudget aufgenommen haben. Wir haben den Kunden überzeugt, dass er die Hardware auch für zukünftige Lasttests, für zukünftige Plattformwechsel benötigt und dass es aus diesem Grund durchaus berechtigt ist, die Hardware in dem Projekt mit aufzunehmen und die dann später dem Kunden zu überlassen. Aus der Wissensdomäne Daten gilt die gleiche Maxime, wieder Produktionskonformität. Wieso sage ich das? Bei den Daten ist es natürlich sehr kritisch, denn sie haben unter Umständen sicherheitsrelevante Daten, personenbezogene Daten. Und das war bei uns bei 50% der Produkte auch tatsächlich der Fall. Und dann geraten Sie natürlich in die Problematik, wenn Sie diese Daten aus Produktivsystemen nutzen, dann müssen Sie unbedingt Anonymisierungsprozesse entwickeln. Sie dürfen die Daten auf kein Testsystem schicken, wo irgendein Tester tatsächlich personenbezogene Daten dann abziehen könnte. Haben Sie das auch wirklich gemacht? Ja, natürlich. Wir haben Anonymisierungsskripts durch die Produktteams entwickeln lassen. Warum lege ich so Wert auf Produktionsdaten? Es gibt ja, und das ist hier auch schon mal gefallen, die Möglichkeit, synthetische Testdaten zu verwenden. Aber synthetische Testdaten bei Lasttests sind nicht der Weisheit letzter Schluss. Sie haben über synthetische Datengeneratoren meines Erachtens keine Chance, die Indexzustände und die Kardinalitäten einer Produktivdatenbank abzubilden. Und damit können Sie nicht gewährleisten, dass ein Request, wenn ich den auf so einem synthetischen Testdatensatz abschieße, in die gleiche Antwortzeit liefert, als wenn Sie das mit Echtdaten machen. Der letzte Punkt, die Organisation, ist, denke ich, selbstredend. Sie müssen natürlich klären, wer die Zuständigkeit für verschiedene organisatorische Punkte, welche Termine Sie realisieren können für Ihre Lasttests. Sie müssen unter Umständen mit einem Testcenter Ihres Kunden absprechen, wann Sie welche Systeme zum Test zur Verfügung kriegen, denn die produktionsnahen Systeme sind natürlich ständig gefragt in einer großen IT-Infrastruktur. Noch einmal vertieft zu den Last- und Performance-Tests möchte ich ein ganz konkretes Thema vorstellen. Zunächst hier auf der linken Seite nochmal die verschiedenen Möglichkeiten, wie können Sie Lasten simulieren. Sie haben also die Möglichkeit, eine Request-Simulation zu machen, eine Client-Simulation zu machen oder SQL-Simulationen durchzuführen. Aber wie kommen Sie denn überhaupt zu Ihrem eigentlichen Reallast-Szenario? Und da ist die wichtigste Quelle und meines Erachtens auch die einzig mögliche Lösung ist, Sie müssen Applikationslogs oder Database-Logs verwenden, um Ihr Reallast-Szenario aus den Logs der Produktion abzuziehen. Unter Umständen bedeutet das auch, dass Sie die Logs vorher anonymisieren müssen. Oder das Logging so einzustellen, dass es eben keine personenbezogene Daten rausmacht. Wie geht das dann in ganz genau? Sie haben ein Set, teilweise enorme Sets von Logs und wir haben hier eigentlich pauschal festgestellt, dass wir immer so eine Hyperbelform haben, wenn wir die Gesamtrequests eines Tages oder einer Woche ausgewertet haben. Das heißt hier, jeder Balken steht für einen bestimmten Request-Typ und die 10 häufigsten Requests haben in der Regel immer 85-90% des Gesamtlastvolumens abgedeckt. Das war eine sehr tröstliche Nachricht, denn das bedeutet, Sie müssen auch nur die 10 Requests in Ihrem Lasttesttreiber abbilden und kriegen eine vernünftige Grundlast hin, mit der Sie Druck auf der Datenbank erzeugen können. Sie müssen dann nur noch auch aus den Logs die Maximallasten ermitteln. Das bedeutet, Sie haben hier eine Zeitlinie, das ist ein Tag und typischerweise hatten Sie hier vormittags um 10 Uhr immer ein Maximum und da wissen Sie dann,
okay, wie muss meine Maximallast aussehen, und wenn ich vorsichtig bin, dann kalibriere ich da noch um 50% drüber, dann simuliere ich also ein Reallast-Szenario, das ungefähr 150% der Requests auf die Datenbank abschießt. Zusammenfassend nochmal die Erfolgsfaktoren, die ich vorgestellt habe. Das waren jetzt einerseits Vorgehensmodell und Teamstruktur, die meiner Meinung nach die richtige Kombination einerseits aus klassischem Projektmanagement mit Phasenmodell und der Möglichkeit, Meilensteintermine zu kontrollieren bieten und andererseits ein flexibles Realisierungsteam weiterhin ermöglichen. Dann das große Testportfolio, das uns die Möglichkeit gegeben hat, auszuwählen, je nachdem, welche Kritikalität des Verfahrens wir angetroffen haben oder je nachdem, welche Testthemen eben unterrepräsentiert waren. Die Auswahl aus dem Testportfolio hat eben risikobasiert stattgefunden und als wichtigster Erfolgsfaktor die Last- und Performance-Tests, mit denen wir die Tuning-Potenziale der Datenbank voll ausnutzen konnten und so den Ressourcenverbrauch und die Batchlaufzeiten signifikant reduzieren konnten. Das bedeutet, in der Dimension von 10-20% waren eigentlich generell drin. Damit konnten wir auch nachweislich Fehler vermeiden und dazu eine letzte Anekdote. Warum sage ich nachweislich Fehler vermeiden? Wir hatten aus diesen 65 Verfahren 10 Prio 1 Verfahren ermittelt, für die wir alle Lasttests entwickelt haben, und wir konnten 9 von diesen Verfahren erfolgreich migrieren und 1, muss man einerseits sagen, oder für den Kunden einerseits sagen, konnten wir nicht erfolgreich migrieren. Aber woran lag das? Das lag daran, dass der Kunde sich entgegen unserer Beratung entschieden hat, im letzten Moment einen Oracle-Patch einzusetzen und dass genau dieser Oracle-Patch im Produktionsbetrieb dann Fehler erzeugt hat. Da waren einige Showstopper drin, sodass das ganze System über mehrere Wochen dann nur auf einem Oracle-Rack-Knoten nicht ausfallsicher gelaufen ist. Das ist fürs Projekt natürlich keine schöne Zierde, wenn wir hier das eine Verfahren nicht erfolgreich migrieren konnten, aber im Nachgang aus Testmanagement-Sicht sind das die Fehler, die im Nachhinein natürlich ihr Testmanagement-Vorgehen veredeln und zeigen, sie haben nachweislich Fehler vermieden. Damit bin ich am Ende angekommen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.